Großen Moor, 3 Kilometer. Jungs, alles wird gut. Ja. Es ist doch ganz nah. Ich gebe Großen Moor. Wir sind jetzt im Großen Moor gelandet. Wir haben ja eben schon Live-Musik gehört. Ne? War gespannt, was los ist hier. So, wir sind jetzt am Kiebitzgrund. An dem Landgasthof. Und hier gibt es heiße Live-Musik. Jeden Freitag, den 1. des Monats. Da wollen wir mal schauen, was hier losgeht. Und willkommen sind Bikers. Alles wunderbar. Das ist das Haus der Musik. Überwachsene Talitäten, Rindfleisch, Kapfleisch, bisschen Gemüse drin. Sehr lecker, sehr gewicht, klein, gleich Salat am Eingriff. Das ist also ein Wettbewerb.
Danke. Der ist ganz schnell weg. So, Essen steht am Tisch. Du hast hier eine geile Kneipe, was? Wie kommst du da dazu? Ja, naja gut, ich habe das mal vor anderthalb Jahren angefangen und da haben wir hier ein bisschen so in der Ecke sitzen, großen Moor, wo sich Fuchs und Haas gute Nacht sagen. Da haben wir gedacht, man muss ein bisschen Action machen und heute Abend zum Beispiel, hast du gesehen, haben wir die geile Jam-Session, ne? So ein bisschen Musik hier aus der ganzen Umgebung. Das aus der Rhön ist oder Fulda, Leute, und die machen sich zusammen, machen Musik, ne? Aber so, was ich sonst so, sonst normal haben wir eine Speisegaststätte und haben uns ein bisschen so auf Steak spezialisiert. Ich denke, das kommt ganz gut, haben uns auch in der Gegend ein bisschen Namen gemacht. Und was ich natürlich, da ich selbst Mopedfahrer bin, freue ich mich über jeden Motorradfahrer, der hier reinkommt. Einzige, warum die alles den anhalten, ist, weil wir den Parkplatz direkt neben dem Biergarten haben. Ja. Wir haben hier einen schönen Biergarten, ja, Stefan, ne? Und ja, würden uns freuen, wenn uns ein paar Mopedfahrer besuchen würden. Ja, okay, ich bin doch selbst Mopedfahrer, ne? Ja, ich kenne ja auch jede Menge. Ich würde mal sagen, da machen wir auf jeden Fall mal ein paar Touren hin. Das wäre schön. Du hast doch eine Homepage, ne? Ja, Homepage haben wir auch. Wie heißt die? Kiebitzgrund. Ich hab's jetzt nicht genau im Kopf. Muss mal gucken. Ich gebe dir noch ein Ketchup mit. Das kann man ja nachher noch einblenden, ne? Hier haben wir die Adresse von unserem Martin vom Kiebitzgrund. So, ihr lieben Leute und Musiker. Hier am Landgasthof kiebitzgrund.de bei Martin, da geht's voll ab. Meldet euch bei ihm, weil er hat echt gute Veranstaltungen.